Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und ich muss mich leider entschuldigen, ich habe Unsinn geredet. Denn ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass wir in der Lage sind, einen anderen Vault zu erkunden, was ich dann machen wollte mit euch zusammen. Leider bin ich da ein bisschen missinformiert gewesen. Also es gibt zwei Dinge, die mit Vaults, mit neuen Vaults zu tun haben. Das eine ist, es gibt sozusagen den Vault 51. Das ist allerdings ein Battle Royale Modus, den man hier spielen kann. Der heißt hier Nuclear Winter und hat aber nichts mit einem, jedenfalls nicht, dass ich etwas gesehen habe, mit einem Vault zu tun. Ich habe mal kurz reingeguckt. Es ist halt Battle Royale. Es ist nicht so meins. Und es gibt den Vault 63, den wir hier auch schon entdeckt hatten. Und zwar hier unten. Da ist er. Und diesen soll man später betreten können. Es gibt jetzt einige, die haben durch Bugs es schon geschafft, ihn zu betreten. Aber es ist nicht gewollt, dass man jetzt rein kann. Es ist aber in Planung. Bedeutet, wir müssen ein bisschen noch uns gedulden mit neuen Vaults, aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir hier machen können. Wie wir sehen, ist unsere Questliste nicht gerade leer. Ich habe hier zum Beispiel noch bei den Hauptquests 2, der Bauch der Bestie, wo ich noch den Taggarty finden muss. Ein Plan geht auf, da muss ich noch das Holoband hochladen in Sam's Terminal. Und es gibt hier auch jetzt noch neue Quests, die ich in einem Bahnhof entdeckt hatte, beim Herumlaufen. Da, ich habe ein Poster gefunden, auf dem jemand behauptet, der Sheep Squash hätte seinen Bruder gefressen. Laut dem Poster finde ich bei Taxidermian Van in Lewisburg mehr. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Das ist nämlich einer der neuen Gegner, der Sheep Squash. Und dann gibt es noch das ungelöste Picknick-Panik. Vor dem Krieg verschwanden zwei Mädchen aus Clarksburg. Jahrzehnte später greife ich die Ermittlungen wieder auf, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Garantiert werden wir auch noch ganz, ganz viele Spuren finden. Nach einem Nuklearkrieg wird da noch sehr, sehr viele Spuren sein, logisch. Und es gibt hier auch noch Lager Lewis und eine Verbindungsparty, die wir auch noch machen wollen. Also ganz, ganz viel, was wir noch erkunden und machen können und wollen. Doch davor wollen wir uns ein bisschen, noch ganz, ganz kurz, also es ist ja hier oben, da sind die nämlich, hier ist das Picknick, hier ist Lager Lewis und dann, wo muss ich dann hin? Hier unten ist Taxidermian Van Loaf und dort muss ich das Holoband hochladen, so rum ist die Buchstabenkombination. Wir wollen heute uns das hier angucken und erst einmal noch kurz gucken, was sich bei meinem Camp verändert hat. Denn ein bisschen hat sich was verändert und ich möchte euch vielleicht so wieder zum Neueinstieg einmal mein Camp zeigen. Wir sind bei der abgestürzten Raumstation immer noch, denn ich finde, das ist ein unglaublich toller Anblick und eine super schöne Region mit diesen Farben. Ich mag es ja so mit sehr, sehr intensiven Farben oder wenn Farben ein bisschen so falsch sind. Das ist hier ja im Toxic Valley der Fall. So, wir springen mal hier runter, denn ich möchte, dass wir den ein bisschen erkunden. Ich gehe mal dafür in First Person. Und zwar, das ist meine Basis. So sieht sie aus. Ein kleines erhöhtes Häuschen auf oder über diesem schönen See, wo man auf jeden Fall drin planschen möchte, im giftigen Wasser. Ja, Planti, Planti, Planti. Und dann haben wir, je nachdem von wo aus man kommt, hier Felder mit allem Möglichen, was man so anbauen kann. Ne, Kürbisse, Klingenkorn, Melonen sind ja, Mais ist hier geschützt von einer Vogelscheuche und Mutabieren und hier stehen überall schon kleine Kaninchen, die aufpassen, die gucken sich hier auch die Raumstation an und hier die beiden gucken sich Mais an und überlegen, wie sie am besten an die ganzen leckeren Maiskörner rankommen, weil Mais ist echt, ich liebe Mais. Mais ist so geil. Also wirklich, ich liebe Mais. Und hier haben wir dann auch gleich unsere Verkaufsautomaten, beschützt von mutigen Verteidigungswächterkaninchen, die darauf aufpassen, dass niemand hier etwas stiehlt, aber auch wenn man hier etwas kauft, dass man gut verteidigt ist und nicht irgendwie von bösen Monstern angegriffen wird. Das sind diese Verkaufsautomaten. Ich kann hier rangehen und dort einstellen, was ich verkaufen möchte. Ich könnte zum Beispiel sagen, was weiß ich hier, den Brennstoff, den brauche ich nicht. Ich möchte allen Brennstoff verkaufen für einen bestimmten Preis.
den ich einstellen kann, wie ich das möchte. Ich könnte ihn noch kostenlos machen. Das ist zum Beispiel auch richtig cool. Das heißt, du kannst auch einen Charity-Stand machen, wo du sagst, zum Beispiel Stimpacks oder sowas verschenke ich, damit Leute, oder trinken könnte man zum Beispiel verschenken. Also wirklich, das mache ich, glaube ich, mal. Pass auf, ich verkaufe mal mein Trinken für lau, weil ich habe hier aufbereitetes Wasser, wo ich mich mit Tod werfen kann. Und das verschenken wir mal. Na, komm mit. So. Für lau. So. Na, kann man sich jetzt kostenlos Wasser nehmen, wenn man das möchte. Stimpacks, alles kann man verkaufen. Man kann wirklich alles verkaufen. Auch Munition hier kann man verkaufen. Oder auch Baupläne und Rezepte kann man verkaufen. Wichtig ist, jeder dieser Verkaufsstände hat 30 Slots. Ich kann, wie ihr seht, das erhöhen, indem ich mehrere von diesen Verkaufsautomaten baue, die dann sozusagen thematisch sortiere. Aber es geht immer noch aufs Gewicht eures Camps, eures Lagers. Deswegen kann ich hier nicht über die 800 einlagern. Da kann man sich dann hier schön hinstellen, beschützt von den Kaninchen. Und einkaufen gibt es hier noch Brombeeren. Und hier haben wir auch eine Brahmin Muku, die angeblich Milch gibt, aber ich krieg keine, weil sie mich nicht mag. Okay, Verzeihung, ich melke dich nicht. Und dann gibt es hier auch Karotten. Wie ihr seht, sind die Karotten schwer belagert. Also, logisch, da möchte ich mich auch nicht ranwagen. Alles beleuchtet nachts, damit das hier auch schön hell ist, ne? Mit Lampen. Und betrieben wird die ganze Basis von einem Fusionsreaktor. Wasser haben wir natürlich auch hier. Kann man sich, also falls da hinten kein kostenloses Wasser mehr ist, kann man sich hier einfach kostenlos Wasser rausnehmen. Und dann gehen wir doch mal hinein. Begrüßt werden wir von, na, wer hätte es gedacht, ein Kaninchen. Und von Mr. Pebbles, der ersten Katze im Weltraum. Und eine Raketenparty draußen. Oh, hallo, Elaine. Du besuchst mich, das ist ja lieb. Und da hinten spielen schon, kommen auch noch Supermutanten, die mitspielen möchten, aber die haben keine Chance. Hallo. Hallo, Elaine. Ja, die möchte nämlich mal kurz gucken, und was ich so zu verkaufen habe. Da kann man es mal gucken. So, wir beobachten sie mal. Guck, dort, da sind jetzt die Baupläne. Da wird sie vermutlich nicht groß was finden. Weil Baupläne kauft eigentlich keiner, habe ich das persönliche Gefühl. Ich kaufe eigentlich auch keine Baupläne. Und wir gucken derweil mal uns die Bude an. Kauft sie da was? Munition vielleicht? Munition ist mal. Munition geht. Ein paar Munitionssachen gehen immer ganz gut weg. Ja, da! 5mm Patronen verkauft. Und 90% des Gewinns kriegen wir. So, wir gehen hier hinein. Mr. Pebbles begrüßt uns. Die erste Katze im Weltraum kann man sich auch als Plüschtier kaufen. Aber wir haben ganz viele Hasen. Hallo. Und dann geht es hier hoch. Die Treppe. Und dann sind wir hier im Reich des Kaninchens. Wie wir sehen im Reich des Kaninchens. Überall Flamingos und Kaninchen. Ein Himmelbett, wo wir mit einem Kaninchen kuscheln können. Und hier eine Kommode für unsere ganzen Sachen. Mit Blümchen. Ne? Und ein paar Bilder, damit es auch schön ist hier. Musikbox, die machen wir mal aus. Musik braucht keiner. Was zu essen. Eine Bowl-Schüssel zum Transferieren. Was kann ich denn transferieren? Nix. Ich kann nichts transferieren. Cool. Keine Ahnung, was das ist. Die fällt mir jetzt das erste Mal auf. Ich kann offensichtlich nichts transferieren. Macht aber nichts. Und einer Statue. Und hier sind halt die ganzen Crafting-Materialien. Beschützt von Kaninchen. Überall. Überall sind sie. Überall. Wer möchte, kann ja mal zählen und in die Kommentare schreiben, wie viele Kaninchen sich hier verstecken. In dieser Basis. Und dann kann man hier noch raus auf einem Balkon, wo man dann, man kann hier grillen zum Beispiel. Nur mit dem schönen Ausblick auf die abgestürzte Raumstation kann man hier grillen. Und ein persönliches Terminal, womit, wenn ich Team und Gruppe hätte, könnte man damit noch Dinge machen. Und dann kann man sich auf den Schaukelstuhl setzen und gemütlich den Ausblick genießen. Ja, ja, nach einem schweren, anstrengenden Tag in Ödland, da möchte man sich auch einfach mal hinsetzen und das schöne Wetter genießen. Die schöne Aussicht hier mit meinen Freunden. Da kann man doch da drüben hinsetzen. Das ist vielleicht ein bisschen bequemer. Hier auf diesem schönen Sofa. Da sitzen auch schon welche und gucken. Und die gucken auch alle. Genießen den Ausblick. Und wir setzen uns mal dazu und genießen mal den Ausblick auf die abgestürzte Raumstation. Mit den anderen. Ne? Mit euch zusammen. Genießen wir den Ausblick. Aber dafür sind wir eigentlich gar nicht hier. Wir wollten ja
anderes machen. Wir wollen ja ein bisschen erkunden, aber ich wollte euch das mal ganz kurz zeigen, was ihr, was man hier so, was ich hier so gemacht habe. Man kann natürlich noch viel, viel mehr machen, logisch. Denn eine Sache, die ich sehr cool finde, ist, dass die Verteidigungsanlagen jetzt ja für mich jetzt in einen anderen Pool zählen von den Punkten, dass man jetzt nicht mehr die Verteidigungsanlagen mit den restlichen Sachen bezahlen muss in Kontingent. Wie nennt sich das denn? Wie heißt das? Guck mal, ich weiß es gerade nicht. Im Budget, genau. Die fallen da jetzt nicht mehr so drunter. Das heißt, man kann jetzt viel, viel mehr Deko machen, was ich dann natürlich sofort gemacht habe, weil Deko ist cool. Ist irgendwas kaputt? Nein, gut, sehr schön. Und dann ziehen wir doch mal los. Ach ja, auch noch eine Sache, die für mich neu ist. Und zwar kann man nämlich seinen Waffen auch neue Namen geben. Deswegen habe ich hier einfach mal die Kaninchenkralle auch Kaninchenkralle genannt. So. Wir müssen, wo müssen wir hin? Wir müssen dorthin zum Picknick. Und da laufen wir doch mal geschwind hin. Ha, 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 ha. Bei den Waffen habe ich auch mal geguckt. Ich habe ein bisschen probiert wieder, wie ich mich gerade so anstelle und wie meine Waffen sich so anstellen. Und die sind scheiße. Also ich brauche definitiv eine bessere Waffe. Eine bessere Fernkampfwaffe. Ich bin ja auf Fernkampf geskillt ein bisschen. Und unser Kampfscharfschützengewehr ist einfach nicht der Knüller. Und auch wenn sie, oh Gott, bin ich scheiße, egal. Auch wenn sie die Plasmawaffen verbessert haben, habe ich noch, also die fressen halt unglaublich viel Munition. Das ist so das, wo ich eigentlich ein bisschen weg möchte. Ich brauche auch noch irgendwie eine Waffe für den Kampf gegen Brandbestien, eine vernünftige. Es gibt da, ich habe gesehen, sehr beliebt sind die Maschinengewehre, also das M2 und das MG42. Das sind sehr beliebte Waffen. Da muss ich mal gucken, dass ich eine vernünftige bekomme. An schlechte kommt man ja mal ganz gut ran. Ich habe mir jetzt auch schon das erste legendäre Zufalls... die erste legendäre Zufallswaffe mal gekauft. Es wurde eine Pumpgun. Yay. Eine Pumpgun des Sanitäters. Kritische Watztreffer heilen dich und deine Gruppe. Yay. Also eher so mauli Waffe. Die werde ich auch wieder verticken. Da ist allerdings gerade das Budget des Händlers ausgeschöpft. Das ist zum Beispiel auch eine Änderung, die ich sehr, sehr begrüße. Dass die Händler jetzt alle ein großes Budget haben und nicht jeder sein eigenes Budget und man immer so mit den 200 Kronkorken und man dann so rumhoppt durch die ganzen Stationen, um irgendwie die letzten Kronkorken noch zusammen zu kratzen. Das war einfach nur nervig. Das. Okay. Hallo, verwesener Leuchtner. Ihr seht, wie wenig. Also das die Waffe ist halt. Sie war eine Zeit lang richtig gut, aber jetzt ist sie einfach out of the time. Was haben wir denn hier? Ist da irgendwas Schönes? Oh ja. Oh, atomarer Abfall. Oh, ihr begrüßt mich. Das ist ja lieb von euch. Oh, das ist ein Begrüßungskommando. Voll lieb. Na, gehen Sie weg. Der Herr, nicht so nah. Also, ich meine, begrüßen ist ja nett und so, aber nicht so nah. Warte mal, hier müsste jetzt irgendwie... Ach nee, noch ein bisschen weiter. Da lang. Weil es ist ja ein Campingplatz. Deswegen dachte ich, aber es ist ja ein Picknick, nicht Campingplatz. Mit dem Battle Royale... Ich bin ja kein großer Freund von Battle Royale-Spielen, von Competitive im Allgemeinen. Ist ja nicht so wirklich meins. Aber ich habe es mal ausprobiert, weil ich einfach mal sehen wollte, wie es so ist. Und sie haben es gut umgesetzt. Also, es ist... sehr, sehr schön. Du hast immer noch das Fallout-Feeling. Du hast aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Sachen zu bauen. Es gibt Baupläne, die du finden kannst, was dann zum Beispiel Wände sein können oder Plattformen, aber auch Verteidigungsanlagen kannst du denn bauen. Das ist ein Campingplatz? Das ist ein Picknickplatz? Ich weiß nicht. Oh, hier. Das ist ein Picknickplatz. Rattengift leer. Sowieso
sowieso nicht mehr spielen. Vorsicht! Die Steine sind rutschig. Ah! Ah! Oh! Oh! Hilfe! Nicht bewegen! Okay, die beiden haben hier offensichtlich Spaß gehabt. Und mal das Fahrrad? Bitte an Chelsea zurückgeben. Hm? Und Eigentum für Mary Tinley. Das sind die beiden. Die Frage ist, warum liegt die eine da unten im Wasser immer noch? Obwohl sie doch rausgezogen hat, dachte ich. Was ist denn hier mit dem Rattengift? Rattengift, leer. Wir haben Hinweise gefunden. Nach einem Atomkrieg liegt das hier immer noch. Das heißt, die beiden haben ein Picknick hier gemacht, haben gespielt, haben aber mit Ratten... Eine von den beiden hat versucht, die andere zu vergiften, weswegen hier die Rattengiftportion rumliegt. Und dann sind sie baden gegangen. Oder eine ist baden gegangen, ist hier drinnen ertrunken. Vermutlich wegen dem Rattengift, würde ich sagen. Wo müssen wir hin? Da, ins Haus der Weasleys. Aber warum hat eine versucht, die andere zu vergiften? Und dann aber, weil scheint ja so zu sein, dass die Ertrunkene vergiftet wurde, wäre jetzt meine erste Theorie. Wo die Frage dann aber natürlich ist, warum hat die andere dann versucht, sie noch zu retten. Also. Ach ja. Auch wieder so eine traurige Geschichte. Yay, traurige Geschichten. For the win. Ist das das Haus der Weasleys? Nein. Welches ist ein Haus der Weasleys? Was ist, ist das das Haus der Weasleys? Keine Ahnung, welches ist denn hier das Weasley-Haus? Bist du das Haus der Weasleys? Offensichtlich nicht. Das könnte das Haus der Weasleys sein. Auch nicht. Dann könnte es das hier sein. Ah, das Telefon hier. Türen und Kupfer. Munition. Brauchen wir auch. Nee, nee. Mach du mal den Unsinn da im Kühlschrank. Was steht da so drin? Wow, Hundefutter. Eine Nuka-Cola. Yes. Wir könnten noch hier hochgucken. Vielleicht ist das hier das hier. Vielleicht haben die einen ganzen Komplex, einen ganzen Wohnkomplex, die Weasleys. Das ist safe. Cool. Gucken wir gleich mal, ob wir da hinkommen. Hallo? Ist hier irgendjemand? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Oh, dich höre ich zum Beispiel trapsen. Legen Sie sich mal wieder hin. Du bist ja... Du hast auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Aber ja, auch das scheint nicht das Haus der Weasleys zu sein. Oh, stärkste Supermutter. Es ist das da unten. Es ist dieses. Oder ist es das da? Soll das da das Haus der Weasleys sein? Auf jeden Fall ist hier Stuff. Ah, Fusionskerne brauche ich nicht.
Warum nehme ich ihn dann mit, Katafi? Warum nimmst du ihn dann mit? Weil du einen Lootfinger hast. Oder eine Lootpfote müsste es eigentlich eher heißen. Kein Lootfinger, aber das ist der Begriff. Lootfinger. So, das hier ist das Haus, oder was? Hier ist aber nichts. Bin verwirrt. Hier sind keine Hinweise. Guck mal, vielleicht vorne? Muss ja auch nicht zwingend genau dieses Haus sein. Es könnte ja wirklich irgendeines sein. Das hier ist aber ein Laden, das ist kein Haus. Geh weg. Nee, es sind einfach nur, hier wohnt keiner. Das könnte noch ein Haus sein. Na, lass mich mal hier hoch. Aber hier waren wir, glaube ich, auch schon drin. Ne? Oh, da liegt ein Zettel. Und ein Kuhmagnet. Ein Magnet für Kinder und dazu passende gezinkte Würfel. Eine Seite aus Shelgys Tagebuch. Mary besiegt mich immer bei Fang den Roten. Ich habe sogar schon mal einen Blick auf die Karten geworfen, als sie nicht hingeschaut hat. Davor habe ich einfach Geld vom Haufen geklaut. Mama sagt immer, Mädchen wie sie können jemanden wie mich nicht besiegen. Ich bin eine Weasley. Also bin ich besser als sie. Ich muss besser sein. Sie darf nicht klüger sein als ich. Das darf sie einfach nicht. Okay. Untersuche Mary Tinleys Haus. Oh, wie war es? Heißt, die Weasley waren die Bessergestellten, die beiden Mädchen haben trotzdem zusammen gespielt und die Chelsea war ein bisschen frustriert darüber, dass sie immer besiegt, was sie aber eigentlich gar nicht dürfte. Und hat sie dann versucht, hat sie deswegen das Rattengift? Aber sie ist doch ertrunken. Vielleicht war das aus Versehen. Und deswegen ist die andere dann auch gestorben. Harvey! Hey, Harvey, leg dich hin. Oh, Seite aus Marys Tagebuch. Ich habe genug geweint. Chelsea war mal meine beste Freundin. Jetzt, aber ich muss das mal, ich muss mal ganz kurz einen Schritt zur Seite gehen, sonst ersticke ich hier. Yay, wir haben es gelöst, aber ich habe noch nicht gelesen, was da los war. Warte, ich warte mal ganz kurz, was noch passiert. Und wir kriegen eine Belohnung. Stimpaks, yay. Picknickdecken. Ja, die Picknickdecken. Sehr cool, gib mal. Woo! Aber ich wollte jetzt noch diese Tagebuchseite lesen. Also, ich habe genug geweint. Chelsea war mal meine beste Freundin. Jetzt sagt sie andauernd irgendwelche gemeinen Sachen. Ich weiß, dass ich klüger bin als sie, aber dafür ist sie hübscher als ich. Warum kann sie sich nicht darüber freuen? Warum muss sie in immer allem die Beste sein? Nur weil sie eine Weasley ist und die Weasleys so reich sind, heißt das nicht, dass sie besser ist als ich. Chelsea will ein Picknick machen und was spielen. Als ich sie das letzte Mal besiegt habe, war sie total wütend auf mich. Sie schummelt die ganze Zeit und das macht mich echt sauer, aber ich sage nichts. Papa sagt, ich habe Mamas Temperament und muss es unter Kontrolle halten. Ich habe ihm versprochen, dass ich mir ganz große Mühe gebe, nicht sauer zu werden, wenn sie schummelt oder mich beleidigt. Hä? Okay. Und jetzt? Also, wieso sind jetzt beide tot? Wo kommt das Rattengift her? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was hat das mit dem Rattengift jetzt auf sie? Okay, die eine ist also ertrunken. Sie waren meine beste Freunde. Sie haben versucht, weiter Freunde zu sein. Die Weasley hat vermutlich versucht, dann Mary zu vergiften. Daran ist sie gestorben, aber Chelsea ist dann unglücklicherweise dabei ebenfalls ums Leben gekommen. So würde ich die Geschichte jetzt zusammenfassen. Laufe ich richtig? Ich laufe richtig. Auf zum Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist so das, was ich mir
da herausreime auf der Geschichte. Hallo! Während des Schießens ist der Verzehr von maximal 3 Dosen Bier gestattet. Ja, mehr ist auch nicht, mehr ist auch nicht. Also, boah, 3 Dosen Bier, das ist schon die oberste Grenze, also. Schusswaffen und Alkohol, geile Kombination. Jawolla. Warum krieg ich Schaden? Wo habe ich gerade Schaden gekriegt? Naja. Hier, auch bei diesem Laster, kann man ein MG bekommen. Das M2, das steht da manchmal da oben drauf, aber ich hatte jetzt das Pech, dass es nur ein Level 25 Gewehr war und... Level 25, wer braucht denn sowas? Ich bin doch schon viel höher. Ich brauche da eine viel bessere Waffe. Aber dafür kann man dort dann regelmäßig das abfarmen und damit Modifikationen erlernen. Man kann die ja immer wieder verwerten und mit etwas Glück eine Mod erlernen. Ups. Und vielleicht habe ich ja das Glück und kriege beim Glücksspiel mit den legendären Scheinen eine schöne MG. So, hier müssen wir mal schauen, was im Lager Lewis so los ist. Im Pionierlager. Hier waren wir ja eigentlich auch schon, aber noch ohne Quest. So stelle ich mir ein Lager vor. Camp Everfree. Oh, Orden der Kaulquappe. Ja, ich möchte einen Orden... ich möchte Pfadfinder-Pionier werden. Das ist auch so ein Ding, was, glaube ich, in Deutschland... Ich weiß es nicht, aber ich kenne es jetzt nur aus amerikanischen Serien und Filmen oder dem Fähnlein-Fieselschweif Pendant aus Entenhausen. Aber in Deutschland gibt es da Pfadfinder? Also, ernst gemeinte Frage an euch. Vielleicht sagt ihr, ja, ich bin Pfadfinder. Und das ist doch total normal. Dann habe ich einfach völlig neben der Welt gelebt. Das kann gut sein. Ich bin ein Stadtkaninchen. Das ist vielleicht auch so ein Ding. Dorfkaninchen wäre das für mich einfach leichter vielleicht. Pfadfinder-Handbuch, Benefizveranstaltungen. Benefizveranstaltungen und das Sammeln von Spenden sollten möglichst die Gemeinde auf irgendeine Art und Weise mit einbeziehen. Kuchenbasare, Laufwettbewerbe, Restaurierungs- oder Säuberungsprojekte sowie Innovationsmessen und interne Wettbewerbe können als Anlass zur Interaktion mit der Gemeinde dienen und Engagement und Gemeinschaftsgefühl fördern. Okay. Kronkorken. Rettungsring. Du hast schon mehr als genug Rettungsringe an dir, wenn du die ganze Zeit Möhren frisst. So, wie werde ich denn hier... Oh, ist das der Weg? Explore the unknown with the Pioneer Scouts. Ja, ich möchte Kaulquappen-Verkaufsautomat. Ich möchte... Okay, hier kann ich Pfadfinder-Banner, Pflanzenposter, Schlafsack-US. Wie kriege ich die? Hier ist irgendwie noch mehr. Beinverkleidung, Rucksäcke! Ich brauche, wie komme ich an diese Marken? Wo kann ich mich eintragen? Da hinten. Alter, Rucksäcke. Die sind übrigens nicht... nur Deko, sondern die bringen wirklich, glaube ich, 10 Tragekapazitäten mehr, mindestens. Ich weiß ja nicht, ob die vielleicht auch noch modifizierbar sind. Ich habe die nur gesehen in der... Im Atomshop kann man die nämlich noch optisch verändern, wie man das halt gerne haben möchte. Oh, wen haben wir denn da? Du siehst aus wie ein vielversprechender Rekrut. Ja. Das, wonach ich suche. Ja. Da die Mitgliederzahlen zu stark gefallen sind, wurde ich von, nun ja, mir ermächtigt, dich bei den Pfadfinder-Pionieren willkommen zu heißen. Du gehörst jetzt zu den patriotischsten und am besten vorbereiteten Jungen und in letzter Zeit weniger jungen Amerikanern. Du wirst hiermit in den Rang einer Kaulquappe erhoben. Yay. Das ist deine erste offizielle Pfadfinder-Pionier-Uniform. Trage sie mit Stolz und halte sie sauber. Jetzt frisch auf, kleine Kaulquappe. Deine Abzeichen wollen verdient sein. Mit Fleiß und Ausdauer schaffst du es in Handumdrehen zum Opossum. Das Ziel eines jeden, von der Kaulquappe zum Opossum zu werden. Wir haben Pfadfinder-Pionier-Uniform bekommen und wir können Froschglas herstellen.
Und Froschhabitat? Stelle dann... What? Beleber einen Verbündeten wieder, kriege ich nicht hin, ich bin alleine. Hilfsbereitschaft, räume die Kiddie-Corner-Hütten auf, bekämpfe Ungeziefer und Dolly, verdiene dir Welt-Challenge-Abzeichen der Pfadfinder. Rede mit Pfadfinderleiter Treddy und Pompey. Erstmal müssen wir uns jetzt korrekt anziehen. Also. Ja. Ach, wie lächerlich ist das denn bitte mit den, mit den Dreiviertelhosen. Ah, mit diesen kurzen Hosen ist das so lächerlich. Oh mein Gott, okay, wir sind jetzt Pfadfinder. Yay, was muss ich tun? Wo muss ich hin? Wo kann ich Gutes tun? Da oben kann ich zum Beispiel noch einen weiteren Pfadfinder finden. Und da müssen wir ja auch hin, weil wir müssen die Kiddie-Corner-Hütten aufräumen. Dann in Dolly's Salts. Wer oder was ist Dolly's Salts? Ach, hier hinten. Ach du Schande, möchte man vermuten. Hier hinten nutze... Achso, das ist eine andere Quest. Nein, ich wollte ja keinen Wegpunkt platzieren. Nein, ich möchte keinen Wegpunkt platzieren. Das hatten wir... Okay, dann würde ich einfach sagen, wir gehen hier rüber zu den Pfadfinderlager auf der anderen Seite. Und kann ich vielleicht hier noch irgendwas machen? Bevor ich jetzt wieder loslaufe? Pioneer Scout Examen. Willkommen im Lager. Wow. An diesem Terminal kannst du Pfadfinder-Pionierprüfungen ablegen. Wenn du bereits Pfadfinder-Pionier bist, dann wähle bitte, welche Prüfung du ablegen möchtest. Wenn du noch kein Pfadfinder-Pionier bist, dich für das Thema interessierst, dann wähle bitte Pfadfinder-Bild weiter. Ich bin doch aber schon. Ich möchte die Kaulquappenprüfung machen. Ich möchte... Bogenschießen machen. Weiß nicht, kochen, Medizin, schwimmen. Ich möchte die Säugetierprüfung machen, glaube ich. Oder? Kriechtierkunde, Insektenkunde, kochen. Ja, Bogenschießen. Okay, Bogenschießen. Frage anzeigen. Die Balliste wurde vor Tausenden von... Ach du Scheiße. In der griechischen Stadt Syrakus entwickelt. Dabei handelt es sich im Grunde eine vergrößerte Version welcher Waffe? Uah. Ich habe keine Ahnung. Kann ich bitte abbrechen? Ich möchte bitte eine andere Variante probieren. Lass mich mal ganz kurz raus hier. Lass uns mal die... Warte, wir probieren mal Säugetierkunde. Gucken, wie es da ist. Weil ich bin immer ein Säugetier. Ich glaube nicht, dass das was aussagt. Welche dieser Eigenschaften unterscheidet Säugetiere von Reptilien? Sie haben Haare. Alle Säugetiere haben Haare. Selbst Delfine und andere, die offensichtlich keine mehr haben, haben im Embryonalstadium, beziehungsweise im frühen Stadium. Sie haben ein Gehirn. Das ist nicht bei allen Säugetieren so. Säugetiere werden in über 20 Ordnungen eingeteilt. Welche dieser Ordnungen umfasst die meisten Säugetiere? Die Hasenartige. Nein, ich glaube die Primaten. Wobei die Nagetiere... Die Hasenartige, wir sind nicht so viele. Wir sind nicht so viele Säugetiere. Nagetiere sind, glaube ich, relativ viele, aber Primaten... Kaulquappen ist keine Ordnung. Das ist nur... Nagetiere oder Primaten? Ich würde mal sagen Nagetiere. Immerhin gehöre ich dazu. Erin liebt hundeartige Tiere über alles, besonders die großen. Welche dieser Tierarten mag sie am meisten? Dingos, Schakale, Füchse oder Wölfe? Besonders die großen. Dingos, Füchse und Schakale sind, glaube ich, keine hundeartigen. Ich weiß nicht, wie groß ein Dingo ist. Wolf? Die können ganz groß werden? Für mich ist alles groß von den vier da. Alphons fürchtet sich vor Fledermäusen, da sie so unglaublich groß werden können. Welche Flügelspannweite haben die größten Fledermäuse? Pff, das ist keine Ahnung, 14 Meter. Genau. 14, vor allem, weil die so schön präzise ist. 14. Nee, weiß ich nicht. Fledermäuse? Flughunde sind größer. Ich weiß nicht, wie groß Fledermäuse werden können. 1,70? Samuel war im Wald, als plötzlich ein großer Bär auf ihn aufmerksam wurde. Samuel stellte sich tot, bis der Bär wieder verschwand. Welches dieser Säugetiere hat er damit imitiert? Das Opossum. Ja, ich habe bestanden! Jo! Ich bin so gut! Ich habe Ahnung von Säugetieren.
Und was genau hat mir das jetzt gebracht? Warte mal, was stand da? Zuerst musst du lernen, wie in der Kohlquappe zu schwimmen. Erfahre mehr über Bogenschießen, Kochen, Esshilfe und vieles mehr. Das heißt, ich habe jetzt die Prüfung gemacht. Muss ich alle machen? Nee, hä? Ich bin verwirrt. Das kann ich nicht verwirrt. Prüfungstermin mit Pfadfinderabzeichen. Wow. Okay, ich würde sagen, wir müssen erst einfach mal die... Bevor wir die Prüfung machen, ein bisschen unterwegs sein. Ich glaube nämlich, dass ich noch nicht einfach eine Prüfung mache und dann fertig aufsteigen kann. Ich weiß es aber nicht. Aber wir haben einfach mal Säugetierabzeichen, haben wir uns mal als Säugetier auch brillant gezeigt. Also, man hat gemerkt, dass ich eins bin. Jeder von euch, der diese Fragen nicht beantworten konnte, ist offensichtlich kein Säugetier. Oder so. Wo wollte ich hin? In eine allgemeine Diesenwegrichtung. Habe ich schon eine Münze? Habe ich schon eine Münze? Nein, ich habe noch keine Münze. Kann ich Sachen verkaufen? Theoretisch kann ich Sachen verkaufen. Aber irgendwie nicht alles. Beziehungsweise irgendwie so gut wie nix. Warte, was stand da unten? Da stand was ganz Kleines. Löse deine Opossum-Zeichen für diesen Gegenstand ein. So. Und ich muss erst Opossum werden. Ich muss jetzt erstmal diese Aufgaben machen, damit ich aufsteige von einer Kaulquappe. Sonst geht das nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, Pfadfinder ist eine niedliche Idee. Vielleicht gibt es das in Deutschland auch. Und ich kenne das einfach nicht. Würde mich... Wie weit muss ich denn laufen? Nicht so weit. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht ist ja einer von euch Pfadfinder. Oder war bei den Pfadfindern. Geht man da wieder raus? Ist man das fürs Leben? Also wenn ich jetzt Pfadfinder werden würde, als kleines Kaninchen gewesen wären würde, wäre ich dann als großes Kaninchen immer noch Pfadfinder oder hört man irgendwann auf? Also ist das, man tritt wieder aus oder ist das so, ich gebe euch meine Seele auf Lebenszeit. Ist natürlich gemein, wenn man Solo spielt. Wie verlebt man denn einen Bewundeten wieder? Alter, wie belebt man denn einen Verbündeten? Weil ich stell dir mal vor, du bist eigentlich... Du spielst mit anderen zusammen und die sind alle richtig gut und sterben einfach nicht. Dann kannst du nie einen Verbündeten wiederbeleben. Du musst also... musst Flummi dazu bringen, wieder zu spielen. Oh. Hey. Ist Nelly gestern. ins Gesicht. Okay. Der spuckt mich an. Stirb, kann ich ihn gerade des Todes. Alter, Finne, ist das ein guter Angriff. So. Hüpf. Wir gehen mal ein Rundchen schwimmen. Ja, schwimmen. Und dann gucken wir mal, was er hier als Aufräum... Oh. Junger Snelligaster. Hallo. Ich komme euch besuchen. Au. Okay, die sind böse. Die sind ganz, ganz böse. Und ganz schön dumm. Wer schießt denn da? Nachtigall, ich höre schießen. Kenn ich euch da hinten? Ja, nee, macht das da schon. Hallo. Mit einer Uniform wirkt jeder gleich ein wenig selbstbewusster. Ja. Du musst die neue Kaulquappe sein. Es ist immer schön, neue Pfadfinder-Pioniere zu treffen. Ich liebe die Natur. Du nicht auch? Ja. Pfadfinder-Pioniere lieben alles an der Natur. Selbst Stinktiere und Opossums. Opossum. Was alle bei den Pfadfinder-Pionieren hassen, ist mutagener Giftmüll. Kannst du mutagener Giftmüll sagen? Mutagener Pfadfinder-Pioniere haben früher Müll gesammelt, um Abzeichen zu verdienen. Das ist heute müßig. Kannst du müßig sagen?
Immer für wie dumm hältst du mich? Du kannst ein Abzeichen verdienen, wenn du alten mutagenen Giftmüll in ein Sicherheitsfass stopfst. Kannst du Sicherheitsfass sagen? Ich wusste es. Und jetzt lauf los und verdiene dir dein Abzeichen. Oder genau, kleines Kind. Danke, genau darauf wollte ich hinaus. Hier, kleines... Ja, chill mal. Hier, kleines Kind, geh mal bitte los. Immer gefährlich, die halbe Landschaft hier rennen müssen. Schwimmen müssen. Geh mal bitte und sammel mutagenen Giftmüll auf, du als Kind. Oh, hier ist aber richtig Radioactive Party. Zählt das auch als mutagener Giftmüll? Offensichtlich nicht. Auch wenn es dezent giftig und mutagen ist. Ach, so ein bisschen mutagener Giftmüll hat noch keinem geschadet. Was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Ich hab eh so viel von diesem Red-Kram. Von Red-Away und sowas. Nicht richtig? Oh Gott, so weit. Ich muss da hoch. Was bist du denn? Na, das passt schon. Ich habe auch noch Braun nicht gelernt. Ich frage mich, wo ich Braun lerne. Ob ich das auf der Verbindungsparty lerne? Ob ich da lerne, wie man Alkohol braut? Gibt ja die Möglichkeit, als mit einer Crafting Station. Ach ja, und ich habe auch eine Fotokamera. Ja, ich habe eine Fotokamera. Damit kann ich Fotos schießen. Da musste man eine Quest für machen. Das war nur so eine kleine Lauf bitte rum und mach 7 Fotos Quest. Da kann ich jetzt hier hin und einfach so ein Foto. Also, ich bin ein bisschen verwirrt, warum es das gibt, weil... Na gut, du hast... Also, die sind die gleichen, wie wenn ich den normalen Fotomodus mache. Meine Fresse. Und das ist das, was ich so ein bisschen... unverständlich finde, wozu es das jetzt auch nochmal gibt. Also du hast doch schon den Fotomodus, den du unbegrenzt machen kannst und hier kostet es Munition. Ich muss Fotofilm nachladen und herstellen. Ich weiß nicht, also und du kannst die Rahmen nicht machen, du kannst die Posen nicht machen. Es ist natürlich so ein bisschen logischer, dass du eher eine Fotokamera hast und nicht einfach eine Drohne scheinbar aus dem Nichts hervorzauberst, die dann ein Foto von euch macht. Aber ja, es gibt ja schon was anderes. Also wenn es das andere nicht geben würde, wäre das was anderes. Aber so? Ah ja. Mutierter Farn ist das Giftmüll. Das ist das Giftmüll offensichtlich. Hallo. Ich habe euch gar nicht gehört. Ja, bitte. Ich nehme eure Eier mit. Ja, ich stopfe mir in die Tasche. Was stand da? Hä? Mutagener Giftmüll einfach mal. Schön in die Tasche gestopft. Es ist so surreal. Es ist so surreal. Hände voll Schleim mir in die Tasche stopfen. Hier sind schon wieder so viele Leute. Ja, die ist mir egal. Lass mich. Nein, ich will euch gar nicht. Ich will nicht mit euch spielen. Ich bin auf der Suche nach Müll. Ich bin nicht bewaffnet. Weg. Das stimmt. So, da ist nochmal Giftmüll. Nein, Frosch, lass mich in Ruhe. Ich möchte Giftmüll sammeln. Ich bin auf einer Giftmüll-Sammel-Mission. Nicht auf einer Froschtöt-Mission. Ich kann Froschglas herstellen. Da muss ich mal gucken, was ich... Kann ich so einen Frosch dann einfach... Vielleicht habe ich deswegen auch die Eier gleich eingesammelt. Oh, das wäre ja super, wenn ich damit... die Frösche einfangen kann und... Gib mir das. Und da drüben ist nochmal ein lecker Schleimchen. Yay, ich habe Schleim gesammelt. Was mache ich jetzt damit?
Komm her. Aua. Na, explodierst du? I. Ah, oh Gott. Okay, wieder dahin. Ich teleportiere mich. Keine Lust hier die ganze Zeit hin und her zu rennen. Diesen Vault, da hatte ich gehofft, dass ich dort rein kann. Den hatten wir ja schon mal gefunden, aber leider ist der noch zu. Vielleicht wird er irgendwann später auch nochmal geöffnet. Es gibt irgendwie... Ach nee, das war glaube ich auch der gleiche Vault. Es gab nämlich noch irgendwie Gerüchte über einen Vault ohne Nummer, aber vermutlich war das denn der. Ich weiß nicht. Also der 63. Schon wieder ein Snelligaster. Was ist denn hier los? Also ja, ein bisschen hier. Oh, ich verdurste. Nein! Erst einmal eine leckere Karottensuppe. Und eine Klingenkornsuppe. Und eine Maissuppe. Und noch eine Maissuppe. So. Ein Pfadfinder muss groß und stark werden. Was macht ihr hier? Was ist mit euch nicht in Ordnung? Einmal bitte aus dem Weg. Dankeschön. Aua. Gib mir mal dein Stuff hier. Ich brauche scheinbar die Säure. Oh, was haben wir hier? Naja. Yay, ich habe Bowie-Lackierung, aber keine Opossum-Marke. Warte mal, da wurde jetzt wiederholbar gesagt. Das heißt, ich kann jetzt morgen scheinbar wiederkommen, um die nochmal zu machen. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte nach hier drüben. Dann machen wir jetzt noch das. So, auf zur Wildnis. Teleportiere ich mich jetzt auch einfach. Ja, guck mal, der hat schon so ein... Das war schon so ein Pfadfinder. Das ist der Oberpfadfinder. Den müssen wir später wieder finden. Wenn wir das höchste Abzeichen haben, dann müssen wir uns das von ihm abholen. Der Pfadfinderbär. Der... das Ganze leitet. Ich habe vergessen, dass das hier ein gefährlicher Ort ist, in dem ich nicht sein möchte. Fällt mir gerade ein. Vor allen Dingen habe ich meine Power... Doch, ich habe sie mit. Aber ich trage sie. Tod von oben. Ja, bitte. Hier auf diesen Bär, bitte. Haha, ich habe ihn verscheucht. Ernsthaft, ich habe ihn verscheucht? Achtung, Bürger. Ein Tschüss, Bär. Bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Oder? Welches? Ach, da. Okay. Danke für Ihre Kooperation. Bitte. Ich möchte halt auch nicht mehr mit dem Plasmawerfer gerade so viel hantieren, denn ich habe nicht mehr so viel Munition. Und nur noch etwa... Oh, ich hatte jetzt noch kaputt. Das ist natürlich eher ungeil. Oh Gott, da kommt direkt davon zu! Das war knapp. Ah, ich hätte mal reparieren müssen. Mein Plasmawerfer. Ein Grund mehr, ihn nicht zu verwenden. Hey! Gib Acht auf diese Uniform, Pfadfinder. Oh, klasse. Noch eine Kaulquappe. Hey! Ich war früher Assistent eines berühmten Entomologen. Jetzt bin ich Anführer bei der Du weißt sicher nicht, was ein Entomologe ist. Wohl! Die letzte Kaulquappe hat immer Entomologe gesagt. Ich habe ihn mit einem Wörterbuch geschlagen. Naja, meine Programmierung hat es nicht zugelassen. Aber ich wollte es. Sehr sogar. Entomologie ist die Insektenkunde, nicht die Wörterkunde. Heute gibt es viel zu viele Insekten. Wann sind sie so groß geworden? Ich habe die Arbeit meines letzten Besitzers fortgesetzt. Wenn du mir ein paar Teile dieser neuen Spezies bringen würdest, könnte ich ein Insektenmittel herstellen. Hier ist eine Liste. Ich habe ein paar Orte markiert, wo du die richtigen Exemplare findest. Aber es gibt sie sicher auch anderswo. Cool, Insekten jagen. Teddybären, Alter, ich hatte das Teddybär-Paradies gefunden, offensichtlich. Dich möchte ich gerne mitnehmen. Ich lasse das erstmal, ich bin echt überladen. Ich bin 2 Meter von dir weggelaufen. Du bist doch ein Insekt, habe ich gehört.
Wo ist denn da oben Blutrüsselkiefer, Blähfliegen, irgendwas, Radkacke? Kakerlaken. Ich spiele auf jeden Fall noch ordentlich Leute. Jedenfalls sind die Server immer belebt. Wo wollen wir denn zuerst hin? Wir wollen zuerst einmal nach Norden. Wobei, ich glaube, das ist etwas, was ich noch so schön nebenbei machen kann. Ich muss ja eh erstmal noch gucken, dass ich... Die Welt-Challenge-Abzeichen der Pfadfinder. Da weiß ich noch nicht, was das genau sein soll. Ich meine, das müsste ja irgendwie hier was sein. So ein Achievement? Achievement, so ein Event. Spezielles. Ein Enklave-Event. Genau sowas. Da ist die verbrannte Erde. Komm, das machen wir mal. Sind da Leute? Da sind Leute. Komm, das machen wir mal. Wir gehen... Wir holen uns mal unsere Power Armor raus. Yay! Und dann gehen wir mal zum Abschluss dieser Folge noch eine Brandbestienkönigin jagen. Ne, wenn wir Insekten jagen sollen, ich finde, das ist die gehört, glaube ich, definitiv zu den Insekten, die Brandbestienkönigin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin überladen. Ach nein. Womit bin ich überladen? Wie viel Wolle bin ich überladen? Weißt du was? Was kann weg? Was kann weg? Was kann weg? Nix davon. Wieso bin ich denn überladen? Wovon bin ich überladen? Hier ist ein Flux. Alles weg. Bin ich jetzt noch überladen? Immer noch das Dolle. Weißt du, was ich mache? Ich steige aus und ziehe mir die da unten an. Das ist das Problem, was ich habe, dass die Power Armor so viel weniger trägt als ich. So. Also, da runter. Ich muss mich beeilen. Nicht, dass er die Insektenkönigin töten, bevor ich da bin. Das ist zum Beispiel ein Foto, was ich mit der Kamera gemacht habe. Das geht halt wirklich ein bisschen schneller mit der Kamera als über den Fotomodus. Das stimmt schon. Und es wird dann auch immer angezeigt, was man dort gerade fotografiert. Vielleicht gibt es auch irgendwie noch Aufgaben dazu. Das kann auch gut sein, dass man... Ich stehe scheiße. Lass mich mal bitte. Oh mein Gott, ich brauche meine Power Armor. Bitte schnell, hier sind nämlich spaßige Leute. Da möchte ich eigentlich nicht ohne Power Armor rum. Hallo! Da fliegt jemand. Was war das? Habt ihr das gesehen? Ist die Königin schon tot? Nein. Da steht sie. Und für sowas brauche ich halt definitiv mal eine vernünftigere Waffe. What the fuck? Mein Freund. Ja, Munition brauche ich gerade. Die haben hier, glaube ich... Ich glaube, das sind MGs. Das da ist ein... Genau, das ist eine MG. Gatling Laser. Was hat der da? Das ist so, genau. Das ist dieses M2, was ich da gemeint habe. Was hast du? Irgendwas anderes? Wo ist sie denn gerade? Wo ist denn unsere Königin? Königin, oh Königin! Kann ich eigentlich eine Flügel anschießen? Nee, ich habe den Perk nicht ausgerüstet dafür. Zum Glück habe ich so viel Munition eingepackt. Und das ist halt so munitionsfressend hier, wenn man hier unterwegs ist und die Brandbestienkönigin tötet und dann die anderen Brandbestien, die mit rumfliegen. Und das Pack, was hier noch gerne mal kommt. Wir haben gerade Zeit. Also, dann packen wir mal ganz kurz den Grenadier weg und dafür möchte ich gerne... hier noch grüner Daumen mal weg, weil ich möchte gerne das da. Ich möchte nämlich die Möglichkeit besitzen... Wieso sind die geheilt? Das finde ich aber nicht nett. Wieso hatten die sich geheilt? Ich stelle mich mal zueinander. Hallo! Was? Ach, Bayerlöhr-Königin. Kann ich jetzt... verflügeln? Fliegen immer Körperteile umher.
Oh, Party, Party, Party. Aua! Bin angeschossen. Halt wirklich nur so ein Poke, 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 Poke. Wer macht die Waffe irgendwie nicht? Hab ich das Gefühl. Oh, hallo, hallo, hallo. Ja, hier. Spielen Sie bitte mit. Ja, warte, warte. Ja, brenne. Brenne, du Brandbärchenkönigin. Brenne. Sehr gut, damit ist meine Waffe wieder repariert. Yes. Aber die Munition geht halt alle super schnell. Aua. Schießt mich schwer an den. Oh, oh, oh. Was bist du denn? Schade, ich habe nicht mehr drauf schießen können. Shit. Ein Faultier. Ich hätte halt gern bei dem Faultier mal noch einen Schuss gesetzt, damit ich das Loot von dem bekomme. Oh, Kacke. Da hätte ich zum Beispiel auch gerne drauf geschossen. Ein legendärer... Oh, der ist aber gleich tot. Dann gehen wir noch ein bisschen in den Nahkampf. Hallo! Mit dem Gyrosmesser. Schnitz, Schnitz, Schnitz. Tot. Jawolli. Schön, aber schnell. Was haben wir da Schönes? Ja, bitte, mal plündern. Und jetzt wird es schwierig, weil jetzt kann man nämlich die anderen auch wieder treffen und töten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und wir kriegen noch Ultrazit, Violett. Sehr gut. Stabiles und verbessertes Reparaturkit. Stimmt, die gibt es ja jetzt auch noch. Reparaturkits. Damit könnte ich nämlich on the fly Sachen reparieren. Wenn mir jetzt die Rüstung zum Beispiel flöten geht, kann ich das. Oh, noch eine Brandbestie. Die ist aber instant tot. Alter, es geht halt echt so flink hier, wenn die so viele Leute unterwegs sind. Die sind alles instant tot. Eine Höhlengrille. Brauchte ich vielleicht davon eine? So, ein Insekt. Brauche ich eine Hüllendrüse? Wow! Konfetti-Party. Vorsichtig! Konfetti-Leute hier. Verbrannten Eroberer. Ganz viele verbrannten Eroberer noch. Gut, das war unsere kleine Insektenjagd. Wir können jetzt hier auch noch das Flux sammeln, aber dafür fehlen mir ein paar Teile. Außerdem haben wir, glaube ich, gerade auch welche bekommen, deswegen ist das nicht ganz so nötig. Wir gucken mal noch schnell, was wir bekommen haben. Wir haben eine Rüstung, drei Sterne, verwendet automatisch, das gefällt mir, linker Arm. Die hat zum Beispiel nur einen Stern, damit ist sie theoretisch schon mal besser. Die Werte sind noch ein bisschen kacke, die Rüstungswerte, da müssen wir mal gucken, ob wir die noch aufpushen können. Und sie bringt auch noch das Gewicht. Wow, die wird auf jeden Fall gekauft. Ja, kann ich natürlich nehmen. Aber die nehmen wir auf jeden Fall. Und die andere verkaufen wir dann. Sehr schön, das hat sich schon mal gelohnt. Die hier. Ein Stärke. Mhm. Aber das ist das Einzige, was davon kommt. Dementsprechend, unser jetziger rechter Arm, müssen wir mal gucken, was das ist. Der hier hat auch ein Stärke. Und wiegt 90% weniger. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Haben wir noch eine Waffe bekommen, zufällig? Ich hätte die Pumpgun nutzen können. Ich habe keine Munition für die Pumpgun. Ich nehme die mal. Hey. Hey. Pumpgun. Pumpgun. Was? Wolf? Volga Deutscher 65. Typisch deutscher Name. Und dann haben wir natürlich auch noch Notizen bekommen. Und zwar ein Bowie-Messer Lackierung für Pfadfinder hatten wir vorhin bekommen. Erstklassige 10mm Automatik. Natürlich auch nicht. Ultrazit, hydraulische Armschienen, das ist ganz gut, weil wir tragen eine Hydrazit. Ultrazit. Hydrazit, genau. Eine Ultrazit.
Power Armor. Sehr schön, sehr schön. Die brauchen wir nicht, die haben wir schon. Können wir versuchen zu verkaufen, weil die, glaube ich, einfach, ich glaube, niemand kauft mehr Baupläne. Ich glaube, keiner kauft Baupläne. Baupläne fallen, glaube ich, überall vom Himmel. Ja, dann würde ich sagen, das war diese Folge. Oh, das war daneben geschossen. Naja, hätte ich mal die andere Waffe genommen, hätte ich noch einen Schuss landen können. Egal, das war diese Folge. Ich werde die Blähflügen, also die Krabbelfiecherjagd offscreen machen, weil das ist ja einfach wirklich nur hin und her rennen. Und wobei, es kann man trotzdem machen. Müssen wir, laufen wir ein bisschen durch den Cranberry Bock. Nee, nicht durch Cranberry, durch das Moor laufen wir dann einfach ein bisschen. Haben noch ein bisschen was zu erkunden. Vielleicht. Wer weiß das schon, was es da noch vielleicht Neues gibt. Und danach können wir dann ja auch noch... Hier ist gerade richtig was los. Wir können erstmal das machen beim nächsten Mal. Wir gehen, weil wir hier in der Nähe sind, machen wir als erstes mal das. Und dann machen wir... Also der Hauptquest. Wir gehen jetzt mal kurz den Hauptquest nochmal nach, bevor wir uns mit solchen Nebenquests beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Fliegenklatsche? Oh Gott. Bis zum nächsten Mal, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.